Jedes Bitmap oder JPEG-Bild kann auf eine Oberfläche zugeordnet werden. Mit Bildern einer Digitalkamera, die auf einfachen Flächen zugeordnet sind, können Sie einfache Räume erstellen. Sie können Objekte mit komplexen Konturen schaffen, indem Sie die Color Keying-Technik anwenden. Dazu öffnen Sie Ihr Bild mit einem gewöhnlichen Malprogramm und setzen die Hintergrundfarbe auf die RGB-Werte 255 0 255. Speichern Sie das Bild mit der zusätzlichen Erweiterung @ck. Die Datei picture1.bmp wird geändert zu picture1@ck.bmp. Als Ergebnis sehen wir im GrandMA 3D ein Bild mit einem transparenten Hintergrund. Ist Intersection auf Objekten eingeschaltet, werden die Oberflächen undurchsichtig und die Lichtkegel werden darauf sichtbar. Je mehr Oberflächen eine Intersection hat, umso mehr Rechenleistung benötigt Ihr PC. Deshalb kann eine intelligente Einstellung der Intersection die Leistung Ihres GrandMA 3D-PCs optimieren.
Bevorzugen Sie eine Konstruktionsansicht Ihrer Szene, klicken Sie auf den 2D-Reiter. Diese Ansicht kann beim Positionieren von Fixtures und Objekten helfen. Um Änderungen für mehrere Objekte zu machen, benutzen Sie die Grid-Ansicht, die GrandMA 3D-Informationen in Form einer Tabelle anzeigt. Sollen die Lampen auf die Pulssteuerung reagieren, klicken Sie den Start-Softkey. So wie die Positionsdaten aller Fixtures aus dem Pult heruntergeladen werden, lädt GrandMA 3D auch die Groups- und World-Daten herunter. Worlds erlaubt Ihnen, die angezeigten Geräte in GrandMA 3D zu filtern, um überschaubarer mit ihnen zu arbeiten. Groups können Fixtures für den Light Position Mode anwählen. Das ermöglicht ein Zurücksenden der Pan- bzw. Tilt-Informationen in Ihr GrandMA-Pult. Durch Anklicken oder Klicken und Ziehen eines Punktes auf der Bühne kalkuliert die GrandMA 3D-Software die 3D-Raumkoordinaten der angewählten Geräte und sendet diese an das Pult zurück. Ist Light Position für Objekte eingeschaltet, können Sie definieren, auf welchen Flächen und in welcher Höhe ein Fokuspunkt für Ihre Lampen liegt.